Entwicklungsmöglichkeiten gibt es sehr viele. Das heißt, man hat immer wieder die Möglichkeit, an diversen Projekten mitzuarbeiten. Mein Karriereweg bei KTM hat so begonnen, dass ich in der IT-Organisation angefangen habe. Bin dann über die Entwicklungsschiene eher in Richtung Database-Design, Datenbankadministration gekommen. Und dann hat man mir die Stelle angeboten, das Team, die das für die Data Integration. Die gibt es sicher, aber das ist natürlich auch immer, wie in jedem Unternehmen, eine Frage des Bedarfs seitens des Unternehmens. Ne? Also ich würde das sicherlich versuchen, wenn sich die Chance dazu ergeben würde. Aber es muss natürlich passen zu meiner Ausbildung, es muss passen zu meinen Interessen. Es gibt verschiedene Trainings, die man absolvieren kann. Seien es jetzt Sprachen, fachspezifische Bereiche, man kann sie in der Kommunikation entwickeln. Die interessanteste Schulung war meiner Karriere jetzt eigentlich die Informatikerschulung in Frankfurt. Durch die gute Zusammenarbeit auch im Team, auch gruppenübergreifend, na, ob wir jetzt von technischer Dokumentation sprechen, von der Werkstatt sprechen, die Zusammenarbeit klappt. Das heißt, man hilft mir auch weiter, wenn ich Fragen dazu habe. Und es macht natürlich dann auch eben diese horizontale Verbindung sehr, sehr weitläufig, sehr offen, was mir natürlich dann auch die Möglichkeit gibt, mich in dieser Form zu informieren, zu schulen, zu entwickeln.